Hallo liebe Freunde und Followers von 12termann.at, hier ist Michi Gspurning und ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Ausgabe meines AM-Blogs. Zum Namen, vielen Dank für eure Vorschläge. Redaktion und ich, wir haben uns dann entschieden für Mikes Gespür für Fußball, aber es waren wirklich ein paar lustige Vorschläge dabei und vielen Dank dafür. Die ersten Tage der AM sind nun vorbei, wir haben auch schon alle Facetten des Fußballs kennengelernt, die positiven, wie die Fans auf der Fanmeile, wie auch die negativen, die Ausschreitungen leider in Marseille. Zwei Szenen auf dem Spielfeld stehen für mich auch für die Leidenschaft und die Emotionen, die der Fußball weckt. Die erste kommt aus dem Eröffnungsspiel. Da meine ich jetzt natürlich nicht Otto Walkes als DJ. Ich meine die Szene mit Dimitri Payet. Zuerst erzielt er ein Golasso, das 2:1 Siegtor für die Franzosen gegen defensiv starke Rumänen und dann wieder ausgewechselt und hat Freudentränen in den Augen. Und das war wirklich schön zu sehen, wie der ganze Druck, die Last abgefallen ist von ihm als Spieler persönlich, aber natürlich auch vom Team als Ganzes. Die zweite Szene bezieht sich auf das Spiel Wales gegen die Slowakei. Das Solo in der ersten Hälfte, vielleicht erinnert ihr euch, Marek Hamšík spaziert durch, schiebt den Ball bei Darren Ward vorbei und dann kommt auf einmal Ben Davies hergeschossen und hat einen unglaublichen Klärungsversuch. Selten so gesehen und zeigt, welchen Kampfgeist, welchen Willen die walisischen Spieler da gebracht haben. Also wirklich beeindruckend. Wenn ich ein Fußballspiel anschaue, dann liegt naturgemäß bei mir der Fokus auf den Torhütern und wie sie sich schlagen. Und da fieber ich sehr mit und leide meistens auch mit, wenn ein Fehler passiert. Und wie sehr das Leben eines Torhüters einer Achterbahn der Gefühle ähnelt, das haben wir gestern wieder gesehen bei Igor Akinfeyev. Nach 70 Minuten eine Glanzstart gegen Rooney, ist schnell unten, wehrt den scharfen Schuss gekonnt zur Querlatte ab und hält das 0:0 fest. Nur 3 Minuten später dann doch das 1:0 für die Engländer durch einen Freistoß. Und dieser Freistoß hat mich sehr an das Tor von Gareth Bale wenige Stunden vorher erinnert. Beide waren aufs Tormann-Eck und es zeigt einfach nur, wie schwer es für uns Torhüter ist, in der Zwischenzeit gegen Top Freistoßschützen sich zur Wehr zu setzen. Man analysiert den Schützen natürlich, weiß größtenteils, kommt der Ball über die Mauer, kommt dann vielleicht in eine kleine Vorreaktion und wenn es nur eine Gewichtsverlagerung ist zur anderen Seite, dann hat man keine Chance mehr in dem Bruchteil der Sekunde in die andere Richtung wieder zurückzukommen und den Ball abwehren. Schaut blöd aus, ist natürlich aber auch sehr, sehr schwierig, wirklich zu beharren in der Situation und nicht zu versuchen in die andere Richtung schon vorher die Reaktion zu starten. Ein weiteres Thema war dann natürlich auch die Flanken. Berisha ist leider gegen die Schweiz vorbeigeflogen bei einer. Das Flankenspiel ist auch extrem schwierig, das haben wir auch im Eröffnungsspiel gesehen, wie der Torhüter der Rumänen gegen Giroud den kürzeren zieht. Hat alles mit Berechnung zu tun und in dem Fall Albanien-Schweiz war der Ball für mich auch zu weit aus dem Tor, dass man wirklich durchzieht und da kommt natürlich auch die Frage der Übermotivation dazu. Man will raus und wenn man einmal auf dem Weg ist, dann kann man meistens nicht mehr zurückziehen und das ist leider in diesem Fall passiert. Er geht raus, kommt zu kurz und dann hilft dir keiner mehr und dann ist das Ding drinnen. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick auf die kommenden Spiele, die kommenden Tage. Heute Abend Deutschland gegen die Ukraine. Benny, Leroy, alles, alles Gute. Ich wünsche euch 3 Punkte, dann einen guten Start in die EM. Habe mich auch gestern sehr gefreut über Russlands Ausgleich gegen England in der Nachspielzeit, eben für den Roman. Auch dir Glückwunsch zum Punktgewinn. Wir Österreicher dann würden uns so einen guten Start wünschen, am Dienstag gegen Ungarn. Das ganze Land fiebert schon mit und natürlich, man sagt auch, das erste Spiel ist immer von extremer Bedeutung und extrem wichtig und in diesem Fall glaube ich aufgrund der Auslosung, dass am zweiten Spieltag starke Portugiesen warten, am dritten Spieltag mit Island ein wirklich unangenehmer Gegner, dass diese 3 Punkte im Eröffnungsspiel wirklich ein gutes Ruhekissen bedeuten würden und extrem positiv für die weitere Entwicklung während der EM für die österreichische Mannschaft und ich wünsche der ganzen österreichischen Mannschaft, natürlich auch meinen Spezies Fuchsel und Schöpfi, alles, alles Gute und hoffe beim nächsten Videoblog kann ich über einen österreichischen Sieg reden. Also, bis bald. Ciao, euer Mikey.